Hey, hey, hey und damit herzlich willkommen zu VGC Rank Kloppe hier auf meinem Kanal. Ja, Folge 59, heute mit Greenscreen, also hoffentlich, wenn alles geklappt hat, weil ich habe nämlich einen neuen Laptop und dieser neue Laptop hat auch, ist auf jeden Fall nicht nur doppelt so gut, sondern fast dreimal so gut, dreimal besser als mein alter. Das heißt, ja, wir können in Zukunft, wenn das jetzt alles so geklappt hat, wenn nicht, hört ihr wahrscheinlich nur Ton, dass wir das halt mit Greenscreen machen können. Ja, wir schauen uns erstmal so das Leitteam, beziehungsweise unser Team halt an. Was heißt hier Leitteam? Aber wir sehen unser Team an. Ich habe das nochmal abgeändert, weil mir ist aufgefallen, Donnerwelle ist doof, ganz, ganz doof in diesem Team. Ich will lieber Grimasse haben. Und habe deswegen mein Team nochmal ein bisschen abgeändert. Ich glaube, das sollte das sein. Ist das das? Ja, das ist es. Ja, wir haben weiterhin Pampros mit der Offensivweste. Wir haben weiterhin, sollte meine Hand nicht so. Wir haben weiterhin ein Safe, was den Bizarro umsetzen soll mit Begrenzer, den gegnerischen verändern soll. Rechter Hand Schmarotzer. Leben Orb Primarena, was auch immer noch sehr stark ist. Katapultra mit Brunosbeere für Sonnenmatchups, aber auch generell halt, um von Angeberei zu profitieren. Ein Scarf Zapdos, was halt ganz geil in Kombination mit Katapultra ist tatsächlich. Und ein Focus Gold Voltolos. Das einzig gute Voltolos in dieser Season tatsächlich. Weiß nicht, so offensive Siegeswille Voltolosse sehe ich irgendwie nicht so als gut an. Die sind ein bisschen overhyped, muss man sagen. Wird von vielen gesagt auf jeden Fall, von vielen erfahrenen Spielern auch. Aber dieses Set, was ich hier halt fahre, das hat halt eine ganz andere Wirkung. Und ich brauche halt ein Angeberei-Pokémon, was auch Fini pressured, weil, oder generell Wasser-Pokémon pressured, weil Pampros das nicht so gut macht. Und da, wenn ich Olanga nutzen würde, hätte ich zwar die Screens noch, aber im Endeffekt ist es mir persönlich sogar lieber, dass ich die, ja, die Water-Types Instant Pressure, deswegen haben wir halt Voltolos genommen. Ja, wie gesagt, das ist das Team. Wir gehen einfach mal in den Kampf rein, denke ich. Und wir sehen uns gleich. Und damit sind wir zurück und das Primarena-Matchup sieht ultra krass aus, nur mal sagen, ne? Aber auch Matze sieht echt krass aus. Was ist, wenn ich eigentlich wirklich Matzdale und Thunderous leade? Und dann halt einfach Trick Room habe für The Back und wow, dann im Endeffekt Primarena. Ich sehe da irgendwie nichts, was falsch dran sein sollte. I mean, er hat halt nichts, was mich wirklich sehr effektiv mit Matzdale trifft. Primarena ist halt auch insane, insane, definitiv. Und Juxi kann auf jeden Fall einen Late-Game-Trick Room für den rausholen. Oder für Matzdale, wenn er Zapdos vorher rauskriegt. Muss halt nur aufpassen vor Pipi. Deswegen habe ich auch gerade überlegt, ob ich nicht vielleicht mit Helping Hand einfach agieren sollte. Ich glaube tatsächlich, für den Fall, dass er mit Pipi leadet, ich glaube, ich mache das tatsächlich so. Für den Fall, dass er mit Pipi leadet, weil ich glaube, Matze kriegt das mit Helping Hand auch selbst hin. Ja, weil wir wollen ja nicht, dass der Follow Me dann auf Pipi gelenkt wird, dass die Angeberei auf Pipi gelenkt wird. Deswegen wäre ein bisschen kritisch. Ich glaube, ich muss so leaden tatsächlich. Ob ich Thunder, ja gut, Thunder ist ein Back, der Speed-Modus ist nicht so gut gegen ihn, glaube ich. Ja, wobei, Galar Zapdos, naja, wir schauen mal, ob das so passt, wie es ist. Clefairy Dragapult, ja, hab ich mir schon gedacht, dass irgendwie sowas leadet. Ich denke aber tatsächlich, ich werde einfach Trick Room setzen anstatt Helping Hand und erstmal Dünner Stahl zacken. Weil er kann mich nicht killen. Ich habe halt eine Anti-Geistbeere eben für Katapultra. Ich habe mich für die Anti-Geistbeere entschieden, auch wegen Spectrier, also wegen dem Geistpferd. Und dann schauen wir mal. Ob das so klappt. Ich hoffe, wie gesagt, alles klappt. So wie es ist. Ich bin aber überlegt lange. Ich hoffe, dass es ein physisches, weil dann helfen mir die Dünner Stahlzacken auf jeden Fall auch später. Können wir Clef erstmal wegkriegen. Aber ich glaube, der Trick Room wird wichtig sein. Er Dynamaxt nicht tatsächlich. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, dass
klappt so wie es ist. Ich werde ja dann sehen, ob das mit der Aufnahme geklappt hat. Phantomkraft, yo, das ist fein. Ganz ehrlich, das ist ultra fein. Das ist ultra fein. Nach Stahlzacken kommen. Haben wir schon mal die Def gesteigert. Es killt fast. Ja, nice. Reflektor. Boah. Das Problem ist jetzt, na gut, ich gehe weiter. Ich glaube, ich gehe tatsächlich auf eine Dünerfaust in Clef. Mit rechter Hand. Ja, kann ja halt drauf gehen, danach drücke ich halt Schmarotzer. Ja, das ist nicht so gut. Mein Wecker klingelt. Ich hoffe, es ist nicht. Ich hoffe, ich muss unterbinden, bevor es laut ist. Ah, schnell, schnell, schnell. Schnell, 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 schnell. No, no, no. Ey, 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 ey. Ja, natürlich. So. Mein Wecker ist doof. Ja, ich mach rechte Hand. Max Fighting. Okay, meine Musik ist anscheinend weg. Gut zu wissen. Ja, mit der Dünerfaust noch auf plus 1 Angriff. Wir hätten auch einfach Helping Hand drücken können. Nee, die Brickum ist wichtig. Wir haben eine Anti-Geistbeere, das ist vollkommen okay. Wir gucken, wie viel das macht. Tatsächlich. Gar nicht so viel. Überhaupt nicht viel. Wir haben noch den Death-Boost drin, ne? Wir haben Angriff, wir sind voll. Also, es sieht halt eigentlich schon ziemlich gut aus, ne? Das muss man sagen. Sieht halt schon ziemlich gut aus. Cinder Ace. Baby. Das nehme ich. Ich glaube, ich kann einfach Max Ground gehen und, ja, ich gehe einfach auf Max Ground und auf den Schmarotzer hier. Ich glaube, ich habe da nichts zu verlieren. Ich meine, sein Team kann halt nichts gegen Matzell machen. Und genau das meine ich. Matzell ist so gut in dieser Season. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Danke. Ja, also ich meine, was soll er großartig machen? Was soll er großartig machen? Was Dynamax ist die Frage. Wir werden sehen. Könnte es in der Ace sein. Ich weiß halt nicht, was macht er großartig gegen. Ja, okay. Aber die Sache ist halt, das heißt, wenn ich den jetzt nicht kill und nämlich aus irgendwelchen Gründen mein Matzell rauskriegen sollte. Wir haben plus 1 Def, wir haben plus 1 Attack. Düner Erdstoß, er ist noch Fire-Type. Muss nicht reichen wegen Reflekt. Reicht aber. Okay, ja, hat er gut gemacht. Krasses Pferd, ich glaube nicht, ich weiß nicht, hat nicht gemerkt. Ich bin auch plus 1, zwar Reflektor draußen, aber... Rage quittet. Oh, baby. Ich nehme das. Er hat gerage quittet. Ich will mal wissen, wie viel so ein Schmarotzer durch den Reflektor macht. Wow, 50%. Holy shit. Phantomkraft. Ja, get out of here. Ja, das Pferd, das krasse Pferd war richtig krass, Alter. Das war richtig krass. Ja, nice. Das nehme ich. Dann machen wir hier einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Und damit sind wir zurück gegen ein Mono-Rock-Team. Holy shit. Holy shit. Was macht denn der, wenn ich eigentlich... Was macht denn der dagegen? Legit, was macht denn der dagegen? Ich kann wieder dieselbe Kombi nehmen. Diesmal wirklich Thunderous leaden. Weil er kein Follow-Meme-User hat. Was macht der gegen Matzdale? Ich glaube, der denkt sich auch gerade... Fuck. Aber hey, vielleicht hat er irgendwas. Vielleicht hat er irgendwas, um das zu countern. Batterie lässt nach.
Es wird langsam zu Meme. Es wird langsam zu Meme, dass meine Batterien nachlassen. Frage ist, wo ist das dazu? Und es ist, wird auch zu Meme. Es ist da vorne, ne? Ja, es ist da vorne. Was macht der gegen Mats Dale? Ich weiß es halt nicht. Okay. Ich würde fast tippen, Cole hat die Weakness Policy. Ich weiß nicht, was er dagegen macht. Er kann mich willowen, vielleicht mit Cole. Aber was mache ich denn, wenn... Was macht er gegen Angeberei und dann... Das da. Was macht er dagegen, außer Protecten vielleicht und Weakness Policy aktivieren? Aber Weakness Policy ist eh auf Cole. Kannst du mir erzählen, dass er nicht auf Cole ist? Aber Mono Rock finde ich auf jeden Fall geil. Er hat es halt nur doof getroffen, dass ich Primarene und Mats Dale im Team habe. Ist halt ein bisschen kritisch. Aber hey, zumindest sehen wir Mono Gesteins-Team und ich hoffe, das wird... Ich bin mal gespannt, wenn er was Cooles hat. Okay. Was ist deine Max der? Cole? Cole oder Despota? Ja, Despota wäre ein bisschen kritisch, wenn ich jetzt... Ja, wobei, plus 2, ne? Ah, okay, ist Cole. Aber trotzdem, plus 2, ne? Trotzdem plus 2. Plus 2 Attack. Surfer. Oh. Oh. Kann aber, glaube ich, indem ich Despota rausnehme. Ah, okay. Scarf Surfer Despota. Oder ist es überhaupt Scarf? Nee, doch, keine Ahnung. Interessant. Gigaschlag. Mal gucken, wie viel das macht. Auf. Okay. Die Sache ist, ich kann jetzt Trick Room setzen, ne? Ja, ich kann jetzt. Ich könnte jetzt. Weil ich habe jetzt Despota raus. Hoffentlich. Ich hoffe, der ist nicht Sash oder so. So ein Kack. Keine Ahnung. Ich hoffe, der ist wirklich. Ich hoffe, der ist nicht. Oh, bitte sei nicht Sash. Dann wäre nämlich kritisch mit. Oh, Gott sei Dank. Okay, ich kann aber auf jeden Fall einen Trick Room raussetzen, denke ich. Oder? Weiß es nicht. Kann ich? Ich weiß es nicht. Ich muss wohl probieren. Ich bin sehr defensiv. Also, es ist ein Juxi im Endeffekt. Es ist ein Juxi. Ich muss nur irgendwie schaffen, den Trick Room rauszukriegen. Es kommt rein. In die Lego. Hat kein Air Balloon. Ich muss versuchen, den Trick Room rauszukriegen. Und ein. Dünner Erdstoß in welchem Slot? Wer ist denn gefährlicher? Dünner Flora, okay. Mal gucken, wie viel das macht durch die AV. Plus 1. Macht nicht viel, Gott sei Dank nicht. Aber warte mal, kann das Ding Taunt? Nee, oder? Nee, Lego kann kein Taunt. Kann der Taunt? Nein. Kann er nicht. Kann er nicht. Kann er nicht. Das ist deine Maxmon auch tot. Ich glaube, das Team kann halt nicht viel gegen Mats Dale machen. Das ist halt das Problem. Es ist ein cooles Team. Allein mit Scarf, Despota, mit Surfer und Cole. Ist ein cooles Team. Legit. Aber ich glaube, mein Gegner wird da nicht viel machen können. Nee, gar nicht. Wir können einfach auf Bizarro-Raum gehen. Das ist kein Problem. Wir haben zumindest die Grassy Terrain Recovery, das ist ganz geil. Da kriegen wir auch die Schlacke ab. Schlacke ins Gesicht. Ich glaube nicht, dass mein Gegner da noch großartig was machen kann. Gucken wir mal, was das Mon ist. Wenn es Muramura ist, muss ich den einfach rausknallen. Auch wenn er auf Iron Defense geht, oder? Das ist Rhyperior. Okay, hier ist jetzt die Frage, ne? Ich
glaube tatsächlich, ich gehe nochmal auf den Bizarraum zurück und einfach auf den Düner Erdstoß. Erdestärke. Baby! Baby! Oh, Baby! Sash. Oh, Baby, no! No, Baby, no! No, Baby, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Matschbombe. Killt uns das? Nein. Vergiftung? Nein. Ich reset den nochmal. Ich glaube, ich gewinne das, wenn ich nie Lego einfach double, ne? Aber er könnte auch auf Earthquake gehen, davon muss ich auch aufpassen, ne? Ah, ne. Ja, die Frage ist halt. Warte mal, ich müsste. Ich glaube, ich protecte einfach einmal mit Prim und mach ein V-Play, weil ich denke, er muss Prim angreifen. Und, deswegen gehe ich auf den Schmarotzer und ein Schutzschild. Er muss Prim angreifen. Wir können ihn auf jeden Fall mit einem V-Play rausnehmen. Also, der hat keine Flair. Der muss raus. Ja. Okay. Pferdestärke. Sehr nice. Okay. Okay. Weiß nicht, ob die Schallwelle reicht. Ich muss, glaube ich, auf eine Aqua-Obize. Und treffen. Aber knapp. Bisher. Ich glaube, ich muss treffen einfach. Sandsturm hört nicht auf. Nein. Ich muss die Aqua-Obize jetzt treffen, sonst habe ich verloren. Habe ich jetzt gesagt. Deswegen. Let's go. Reicht's? Durch den Sandsturm? Ja, okay, ist ein Prim. Woo! Okay, damit haben wir den dritten Kampf auch gewonnen. Dann sehen wir uns beim nächsten Kampf. Und damit sind wir wieder zurück und wir haben hier ein ganz interessantes Matchup. Das ist schwierig, ne? Das ist schwierig. Ich kann doch einfach mit... Was ist eigentlich, wenn ich mit Katapultra und Thunderous einfach leade? Ich glaube, das ist so ein Matchup. Und ich glaube tatsächlich, was glaube ich denn? Na, Ghost Spam ist sehr sexy gegen ihn. Prim ist eigentlich auch ziemlich gut, ne? In the back. Er hat kein Follow Me, das ist halt die Sache. Er hat nur ein Fake Out. Mich stört das halt mit Gortrom und Dings. Nehme ich das, den Frail Pack mit. Aber Prim kommt halt ganz gut an. Nicht teilnehmen. Und das. Ich glaube, das ist my way to go. Weil hätte ich auch einfach mit Juxi Pult liegen sollen. Kann ich nicht lesen. Oh, okay. Okay. Sache ist, will ich das? Ich könnte jetzt einfach Phantomkraft hier reindrücken und einfach mal raus in Juxi und dann den Trick Room resetten und dann Begrenzer. Ich könnte so ein bisschen erstmal Eier schaukeln und dann gucken. Das wäre okay. Das ist schon ein bisschen trickier.
Hätte ich einfach mit Juxi liegen sollen. Okay. Interessant, das ist ein offensives. Okay. Muss ich das verstehen? Bro, hätte ich jetzt Mudsdale mitgenommen, ne? Was hat er vor? Helping Hand? Ja, wen holt er raus? Wiener Gewitter. Killt das? Holy shit, das killt. Okay. War das jetzt Bait oder so? Life Orb. Oh. Das Problem ist, ja, was ist das Problem? Ich gehe erstmal auf die Grimasse, glaube ich. Erstmal auf minus 6. Och, come on. Das muss doch nicht sein hier. Bro. Hätte ich einfach agiert, wäre so geil gewesen. Wiener Gewitter. Ja, er wollte den Sash sprechen, okay. Ja. Mit offensivem Regieleg habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich meine, come on, ich habe einen Mudsdale verfickt nochmal. Als ob der jetzt damit leadet. Hä? Bro, what the fuck? Okay. Ich glaube, muss wohl so agieren. Als ob ich damit lead. Ich habe auch nicht damit unbedingt. Es war jetzt ein bisschen doof. Ist halt ein besser One, ne? Ich dachte, er will jetzt Screens setzen, Trick Room für Glass Tree vorbereiten. Das war mein Gedankengang. Mit Life Orb habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er da so ein offensives ist, ne? Deswegen schauen wir mal. Die Angeberei wäre gut gewesen. Eieiei. Boah, wenn er jetzt durch den Protect killt, wäre halt schon ein bisschen belastend, ne? Ich hoffe nicht. Okay, mal gucken, wie viel das macht. Joa. Vielleicht zu viel. Es killt einfach durch den. Oh, Alter. Okay, gut. Gut. Okay. To be honest. Ich hätte nicht mitgedacht, dass er. Okay. Naja, haben halt. Was heißt misplayed? Aber ich habe halt was anderes gedacht. Vielleicht man doch mal Sam mitnehmen sollen. Gottrum hat mich halt gestört. Bevor der auf den Trick Room geht. Bevor der auf einen Trick Room geht. Ich hätte einfach safe, also ich hätte einfach Angeberei drücken können und dann Max Ghost. Naja. Habe ich vielleicht ein bisschen overpredicted da an der Stelle. Da hätte ich einfach den Trick Room dann später nochmal resetten können, nachdem ich. Naja, ist jetzt so gekommen, wie es ist. Verlieren sowieso immer einen. Alter! Chill mal dein Leben! Regieleki macht so viel Schaden. Ey, ohne Witz, Pampros wäre jetzt so crazy gewesen, ne? Ja, Gottrum war klar. Ich glaube. Ich muss sogar. Oh, Spannung ist nicht mehr so stark. Deswegen gehe ich auf eine Dünadüse einfach. Nee, reicht nicht. Okay, GG, das hat er gewonnen.
Das hat mein Gegner gewonnen. Ich habe da, also mein Fehler war, ich habe da so ein bisschen overpredicted. Ich hätte einfach auf, ich hätte einfach auf Dings gehen müssen. Knockoff, ne? Ja. Ich hätte einfach meine Strategie durchführen sollen mit Angeberei und dann irgendwas wegnuken. Dann hätte ich auch das Regieleckins rausgehabt. Oder das, das Klops, ne? Er ist ja sowieso auf den das Klops-Slot gegangen. Habe ich ein bisschen doof gespielt, ich habe ihm da zu viel Druck aufgebauen lassen, aber ich habe auch ehrlich gesagt gedacht, er holt jetzt Screens und Trick Room raus und agiert erstmal passiv, weil bei dem Lied hätte ich das gedacht, dass er alles für das Eisfeld vorbereiten will. Mit Live-Up habe ich halt nicht gerechnet in dem Moment. Das war so mein Gedankengang, nur damit man es versteht. Aber ja, passiert. Bei einem Best of Three wüsste ich das jetzt und würde nochmal dieselben Lied machen, denke ich. Wobei, ich würde wahrscheinlich sogar Pump Ross machen, I guess. Naja. Egal. Ja. Dann war es auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat alles geklappt, wie es geklappt haben sollte. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Habt noch einen schönen Nachmittag am Tag und ein nice Live. Macht's gut.